Wir sind nur dann sicher, wenn alle sicher sind. Das zeigt gerade die Corona-Pandemie eindrücklich. Ohne Partner geht es nicht, ob bei medizinischer Ausrüstung, Personal oder bei den Impfstoffen. Um die Pandemie weltweit unter Kontrolle zu bringen, sind Impfstoffe essentiell. Hierbei spielt COVAX, das weltweit größte Impfprogramm der WHO, eine wichtige Rolle. Über dieses Programm können alle Länder, unabhängig von ihrer Kaufkraft, Zugang zu den Vakzinen bekommen. Deutschland ist Vorreiter und einer der größten Geber der Initiative. Doch wie wird eine gerechte Impfstoffverteilung in Zeiten einer akuten Pandemie garantiert? Wie sieht die Lage in den Ländern aus, die Impfstoffe über COVAX erhalten? Und was können wir aus dieser Situation für künftige globale Gesundheitskrisen lernen? Dies und viel mehr beantworten wir jetzt in unserer neuen Folge von Diplomatie im Dialog zum Thema COVAX-Initiative und Impfdiplomatie. Hallo und herzlich willkommen bei Diplomatie im Dialog. Ich darf mich Ihnen vorstellen, mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Meine Gesprächspartnerin für die heutige Folge ist Helga Barth. Helga Barth hat Sinologie, Germanistik und neuere Geschichte, unter anderem in den USA und China, studiert. Für das Auswärtige Amt war sie schon in Kanton, China, in Tokio, Japan, in Ankara, Türkei und in Washington. Seit August 2019 ist sie die Beauftragte für Menschenrechte, internationale Entwicklung und Soziales. Und damit fällt die Zuständigkeit für Deutschlands Beteiligung an der COVAX-Initiative in ihr Aufgabengebiet. Hallo, herzlich willkommen, Frau Barth. Vielen Dank. Wie wird man denn Impfdiplomatin? Über die Zuständigkeit für internationale Gesundheitspolitik, die früher eine eher kleine Zuständigkeit war, aber natürlich mit der Pandemie uns ganz anders beschäftigt als je zuvor. Welche Rolle hat denn Deutschland dafür, dass auch andere Länder auf diesem Globus, Pandemie heißt ja, alle haben mit der Krankheit zu tun, versorgt werden? Wir haben sehr früh erkannt, und da muss man, glaube ich, wirklich die Bundeskanzlerin an allererster Stelle nennen, sehr früh erkannt, dass es nicht nur darum gehen kann, die Pandemie in Deutschland zu bekämpfen und vielleicht in Europa, sondern dass sie inzwischen ja 190 Länder in der Welt betrifft. Und dass wir da aktiv werden müssen und eben auch uns auch im durchaus eigenen Interesse darum kümmern müssen, dass Bürger anderer Staaten Zugang zu, vor einem Jahr wussten wir es noch nicht, aber heute wissen wir es, Impfstoffen bekommen, zu Medikamenten, zu gesundheitlicher Betreuung. Und vor einem Jahr wurde diese ACT-A-Initiative begründet, in der inzwischen sehr viele Staaten mitwirken. Deutschland ist einer der ganz großen Geber dieser ACT-A-Initiative und vor allem einer der großen Geber der Impfstoffinitiative, der Impfstoffplattform COVAX. Also mit 2,1 Milliarden Euro sind wir dabei und unterstützen COVAX dabei, die Mittel aufzubringen, um Impfstoffe anzukaufen. Nicht für uns selbst, sondern für andere Länder. In Deutschland wurde viel kritisiert, da wurde in jeder Stadt, in jedem Bundesland darum gerungen, wer hat gerade die Nase vorn. War unser Blick da zu eng auf Deutschland alleine? Also wie wichtig ist denn die Gesundheit von Menschen in anderen Ländern auch für unsere eigene Gesundheit? Wir haben in Deutschland jetzt fast 80.000 Tote, weltweit aber 3 Millionen Tote. Es gibt wirksame Impfstoffe, inzwischen sind 825 Millionen Dosen verimpft worden, aber 83% davon in Ländern mit hohem Einkommen wie Deutschland. Das heißt, es geht uns eigentlich, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen, geht es uns ganz gut. Und nur 0,1% der Impfstoffe, die bisher verimpft wurden, wurden in Ländern mit niedrigem Einkommen verimpft. Afrika ist da das absolute Schlusslicht. Für uns sind das auch schlechte Zahlen, denn eine Pandemie ergreift eben mehr als ein Land. Es gibt Viruseintrag durch Reisebewegungen. Jemand bewegt sich von Land A nach Land B und bringt das Virus mit. So wie wir das ja auch mit der britischen Variante jetzt erlebt haben oder gestern die Nachricht, dass auf Mallorca die brasilianische Variante aufgetaucht ist, die wird irgendwann auch in Deutschland sein. Das heißt, die Situation, die Pandemiesituation in anderen Ländern berührt uns unmittelbar.
Und wir sind natürlich auch ein Land, das sehr stark vom Export lebt. Unsere Volkswirtschaft hat ihren Reichtum dadurch erreicht. Das heißt, Länder, die in denen ein starker Lockdown ist oder in denen viele krank sind, sind, also wenn wir sie jetzt einfach nur als einen Markt sehen, ist es in unserem absolut eigenen Interesse, etwas für die Gesundheitssituation in diesen Ländern zu tun. Wir haben am Anfang dieser Krise ja eine ganze Weile lang gar nicht begriffen, dass die Covid-19 brach in China aus und es gab so eine ganze Weile, wo wir uns durchaus Sorgen machten um deutsche Staatsbürger, die in China sind und diese Nachrichten aus Wuhan gespannt und erschreckt verfolgt haben. Aber es hatte lange mit uns gefühlt gar nichts zu tun, bis es dann damals bei dieser Firma in Süddeutschland erste Fälle auftreten. Das war einfach eine Mitarbeiterin. Und ein Jahr später haben wir unendlich viel in dieser Frage dazugelernt. Auch wir können nur dann sicher sein, wenn alle sicher sind. Was tut COVAX konkret? COVAX kauft Impfstoffe ein. Und COVAX hat eine Purchasing Power. Also COVAX kann verhandeln mit Impfstoffunternehmen. Da hat die EU-Kommission auch eine große Rolle dabei gespielt, kann durch also Bestellung großer Mengen günstige Verträge vereinbaren, kann auch Regelungen für Haftungsrisiken treffen. Und COVAX arbeitet natürlich auch sehr eng mit der WHO zusammen. Es geht ja auch darum, also nicht nur die Impfstoffe, also Vorverträge zu schließen, Verträge zu schließen und Impfstoffe zu haben, sondern es geht darum, sie auszuliefern. Und da sind wir jetzt seit Ende Februar, da haben die Auslieferungen begonnen, da sind wir doch schon ziemlich weit gekommen. Es sind 40 Millionen Dosen ausgeliefert worden an über 100 Länder. Das Ziel ist, dass wir bis Ende des Jahres, also eigentlich sagte man mal so ungefähr 20% der Bevölkerung sollen mit COVAX-Impfstoffen geimpft werden können. Dadurch, dass jetzt etwas mehr Geld, als wir als früher absehbar war, zur Verfügung steht, werden es bis zu 26% sein. Und was für uns ganz wichtig ist, das Gesundheitspersonal muss geimpft werden. Also damit nicht gerade in Ländern mit einem schwachen Gesundheitssystem dann noch die andere betreuen, die anderen helfen können, an Covid erkranken. Nun wurde ja auch sehr kritisiert, dass es einen Versuch gab, EU-weit den Einkauf zu koordinieren, weil viele sagten, Mensch, hätten wir es so gemacht wie andere Länder, erstmal alles für uns, dann wären wir besser gefahren. Sie sagen ja genau das Gegenteil. Sie sagen, wir brauchen eigentlich mehr internationale Kooperation. Sind Sie naiv? Nein, sehr realistisch. Ich glaube, die erste Überlegung in Deutschland war durchaus auch, wir haben ja hier eine sehr leistungsfähige Pharmaindustrie, Impfstoffe für uns. Impfstoffe werden in Deutschland produziert, können in Deutschland verimpft werden. Aber sehr schnell hat man dann den Blick über Deutschland hinaus gerichtet. Da war man dann erstmal mit einigen Staaten im Gespräch und dann hat man das sehr schnell europäisiert. Das ist ja vielfältig kritisiert worden, aber wenn wir uns heute überlegen, wir hätten unglaublich viel Impfstoff für uns, aber unsere Nachbarn hätten den nicht. Ich weiß nicht, wie wir das europapolitisch und außenpolitisch, wie wir das aushalten würden. Es würde eine ungeheure Sprengkraft allein in der Europäischen Union entfalten. Und dann auch da Ressourcen zu poolen und die wirtschaftlich Schwächeren dabei zu unterstützen, Verträge auszuhandeln und dadurch eben auch für alle günstigere Bedingungen zu finden. Das ist eine sehr positive Sache. Es gab die Möglichkeit, über Social Media sich für unser Gespräch auch mit Fragen zu beteiligen. Und ich möchte eine User-Frage gleich loswerden. Wo ist Deutschland überall engagiert für die faire Verteilung des Impfstoffs an arme Länder? Also wir haben uns eben über COVAX sehr stark engagiert. Für uns ist dabei auch immer wichtig, das ist keine Impfstoffdiplomatie, sondern es geht wirklich nach Bedarfsanalysen, die WHO trifft. Das heißt, wir suchen nicht wichtige Partner aus, die dann bevorzugt mit Impfstoffen beliefert werden. Es gibt ja einige Staaten, die das machen, sondern es geht nach Bedarfsanalysen. Das heißt, wir mischen uns da auch in keiner Weise ein. Das eine oder andere Mal haben unsere Botschaften dabei unterstützt, dass Lieferungen ins Land kamen. Und was ich sehr positiv finde, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das BMZ, tut sehr viel für
Gesundheitsinfrastruktur in vielen Ländern. Also ein Impfstoff ist angekommen, damit ist er noch in keinem Arm geimpft worden, sondern da müssen einfach die Bedingungen auch entsprechend sein. Es muss Transportmöglichkeiten geben, lokale Impfstationen. Da sind viele Länder Afrikas ganz erstaunlich gut, weil man einfach mit diesen großen zentral organisierten Impfkampagnen gute Erfahrungen hat. Und da sehen wir einfach auch, wie Entwicklungspolitik und diese internationale Gesundheitspolitik ineinander greifen. Da sind wir sehr aktiv. Eine andere Frage, die uns über Social Media erreichte, werden die Lieferungen an Bedingungen geknüpft? Nein, die werden an keinerlei Bedingungen geknüpft. Das geht nicht um politisches Wohlverhalten oder Versprechungen für irgendetwas in der Zukunft, sondern die Entscheidung liegt natürlich nicht bei uns, wer als erstes beliefert wird und wer als zweites. So eine Pandemie stellt ja auch Herausforderungen, an die man erstmal gar nicht gedacht hat. In der höheren Diplomatie, im Auswärtigen Amt, spielt natürlich die Etikette, das Protokoll eine große Rolle. Aber was, wenn man nicht mehr sich die Hand schütteln darf? Wie begegnet man sich da? Und Charlotta Degel hat sich vom Teamprotokoll mal dazu Gedanken gemacht. Die Pandemie hat natürlich große Auswirkungen aufs Thema Protokoll. Also gerade der Bereich lebt eben von aktiven Begegnungen, von den Besuchen. Wir haben jetzt momentan viele Ruhezeiten durch die Pandemie, weil einfach weniger Besuche und Reisen stattfinden. Meistens können weniger Menschen teilnehmen. Wir müssen das Thema Tests bedenken, dass sich die Teilnehmer vorher alle testen lassen müssen. Mit den Autos gibt es mehr Organisationen, dass weniger Personen in einem Auto sitzen können. Dann eben klassisch mit der Begrüßung, dass das auch unterschiedlich abläuft. Also es gibt sehr viele kleine Aspekte, die man da doch zusätzlich mit bedenken muss. Auch bei unserem Außenminister sieht man oft, dass doch klassisch der Elbow-Check gewählt wird oder manchmal eben auch nur ein leichtes Zunicken. Das wird dann oft spontan entschieden und kommt auch auf die andere Person drauf an, wie die damit umgeht. Aber man versucht ja doch, Kontakt so weit wie möglich zu vermeiden und deshalb eher distanzierte Gestikulationen darauf zurückzugreifen. Und es gibt ja auch sehr viele andere Möglichkeiten, ohne direkten Kontakt trotzdem Zuneigung zu zeigen. Gerade Blickkontakt ist sehr wichtig. Die Maske ist natürlich ein wichtiges Thema jetzt, auch dass überhaupt jeder erstmal die Maske dabei hat. Wir als Protokollteam haben dann zusätzlich auch immer in jeder Tasche nochmal ein Paket mit Masken dabei, auch Desinfektionsmittel, weil das eben einfach sehr wichtig ist und inzwischen überall Pflicht. Da kommen dann neue Fragen dazu, zum Beispiel, wann nehmen wir die Maske ab, gucken die Minister sich dann an und geben sich ein Zeichen oder Bild mit Maske, ohne. Also da stellen sich natürlich neue Fragen und das, also natürlich ist es auch wichtig, gut zu zeigen, dass wir darauf sehr achten, auf die Hygienemaßnahmen. Das heißt, die Maske muss dann auch wirklich immer da sein und da stehen wir dann auch zur Stelle, um das nochmal zusätzlich zu überprüfen quasi. Social Distancing, das heißt eigentlich soziale Nähe herstellen auf Distanz, weil wir wollen uns ja nicht sozial distanzieren, im Gegenteil, wir wollen zusammenrücken, solidarisch sein, internationale Solidarität und globale Immunität ist das Ziel und nicht der Impfneid. Es gibt ein Wort in der Medizin, mit dem ich sehr hadere, das heißt nämlich Herdenimmunität. Kein Mensch ist gerne Teil einer Herde. Das sind Rinder, das sind Schafe, die man bei einer Herde zählt. Aber das Geniale am Impfen ist ja der Gemeinschaftsschutz, wie ich das positivere Wort nenne, dass man das nicht nur für seine eigene Gesundheit tut, sondern für die Gesundheit von allen Menschen um uns herum. Und deswegen ist dieser Kerngedanke des Impfens auf die Welt übertragen in der Pandemie ja auch eine Form von Gemeinschaftsschutz. Wir werden ja erst dann diese Pandemie hinter uns lassen, wenn eben Herdenimmunität, Gemeinschaftsschutz für die ganze Erde möglich ist. Und wie wichtig ist es dafür, dass Deutschland sich engagiert? Es ist sehr wichtig, weil wir als eine große und sehr wohlhabende Volkswirtschaft zum einen mit gutem Beispiel vorangehen und dass unsere sehr frühe Unterstützung von ACT-A und COVAX hat auch andere Partner dazu gebracht, da mitzutun. Und eine multilaterale Lösung als eine bessere Lösung anzusehen, als dass jeder nur für sich in einem wirklich brutalen Verteilkampf Impfstoffe für sich und sein eigenes Land sichert gegen die Interessen aller. Impfstoffe sind in diesen Tagen und Monaten so knapp wie kaum etwas anderes. Viel Produktion ist ja lange gebunden. Und deshalb war es sehr wichtig, dass wir von Anfang an dabei waren, auch um zu mobilisieren und natürlich auch um finanziell massiv beizutragen. Über Social Media kam diese Frage auch an Sie. Denken Sie, dass das COVAX-Programm besser läuft als der eigene Einkauf für Deutschland?
Ich merke da so einen leicht ironischen Unterton. Sorry. Sie dürfen ehrlich sein, auch als Diplomatin. Ich sehe das nicht so. Ich sehe nicht, dass das COVAX-Programm besser läuft als der Einkauf für Deutschland. Ich finde, dass der Einkauf für Deutschland eigentlich sehr gut läuft. Wir wissen eben, dass die Herstellung von Impfstoffen ein so komplexer Prozess sind und beruht auf so vielen Stoffen, die zur Verfügung stehen müssen, die aus allen Teilen der Welt zugeliefert werden müssen. Und wir sind sehr froh, dass wir innerhalb der EU dieses Programm geschaffen haben. Wir waren nicht gut vorbereitet auf diese Krise. Wir haben viele Koordinationsgremien und Prozesse erst schaffen müssen. Da ist vieles überhaupt nicht rund gelaufen. Also weder in der EU-Beschaffung, die sehr lange gedauert hat, noch bei COVAX, noch bei der frühen Reaktion der WHO. Aber wir müssen aus dem, was da schiefgelaufen ist, lernen. Auch wir auch die Bundesregierung, auch Deutschland als ganzes Land. Ein geschätzter Kabarettkollege von mir, Marco Türk, gesagt, ich bin heute Morgen nicht aufgestanden, um alles richtig zu machen. Können Sie das beziffern? Wie viel Geld ist bis heute von deutscher Seite in Projekte für internationale Impfdiplomatie geflossen? Von deutscher Seite sind das 2,1 Milliarden Euro, aber der Finanzbedarf ist ungeheuer. Bei COVAX sind das 38 Milliarden und davon ist auch noch nicht alles, also das ist auch noch nicht insgesamt gedeckt. Wir geben uns mit Partnern, COVAX-Partnern, also wohlhabenden Ländern, G20-Ländern, große Mühe, die mehr haben, dazu zu bringen, auch mehr zu geben. Nun könnte es Menschen geben, Bürger dieses Landes, die sagen, wenn ich jetzt hier von meiner hart erarbeiteten Geldsteuern zahle, was habe ich denn davon, wenn es Menschen in anderen Ländern dann zugutekommt? Ja, sie werden reisen. Wir werden wieder reisen wollen. Wir können nicht in Länder reisen, in denen die Pandemie weiter existiert, abgesehen davon, dass die Mutationen, also Virusmutationen, werden früher oder später alle zu uns kommen. Und deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass die Pandemie überall in der Welt bekämpft wird. Das mit den Mutationen finde ich ein ganz, ganz schlagendes Beispiel, zu sagen, wenn wir nichts tun und den Viren freien Lauf lassen weltweit, dann werden auch global immer neue Mutationen entstehen, die potenziell auch gefährlicher sind. Das sieht man in Brasilien, das sieht man auch in Südafrika mit der britischen Variante und es wird noch viele, viele andere Varianten geben. Und solange der Impfstoff wirksam ist, den wir haben, sollten wir ihn so schnell es geht weltweit auch zum Einsatz bringen. Welche Unterstützung brauchen Schwellenländer konkret? Also wir müssen Schwellenländer dabei unterstützen, Impfstoffe zu bekommen. Aber sie brauchen natürlich auch vielfältige Beratungsleistungen. Die sind übrigens sehr stark nachgefragt. Da gibt es ja diese schnelle Experteneinsatzgruppe. Das ist etwas, was das Robert-Koch-Institut unter anderem macht. Und die GIZ, da gibt es sehr viel Beratungsleistung. Es ist stärker nachgefragt, als es angeboten werden kann, weil die Experten des Robert-Koch-Instituts natürlich auch noch andere Aufgaben haben. Welche internationalen Supportsysteme gibt es denn, gerade auch in Punkte Forschung und Entwicklung und eben genau auch Wissenstransfer? Da gibt es zum Beispiel auch CEPI. Da kümmert man sich darum, dass mehr Forschung betrieben wird, was Impfstoffe anbelangt. Und auch das ist etwas, was weiter eine große Rolle spielen wird, weil wir werden vielleicht häufiger gegen Covid geimpft werden müssen. Die Impfstoffe werden weiterentwickelt werden müssen, um mit den Mutanten umzugehen. Also diese mit unserer Impfung dann vielleicht demnächst ist es noch nicht getan. Ja, alle reden immer von der Post-Covid-Zeit und wir sind noch wirklich am Anfang zu begreifen, wie lange uns diese Pandemie auch beschäftigt. Und wenn man mal sieht, wie vielfältige Chancen wir zum Lernen eigentlich schon vorher hatten, es ist ja nicht die erste Epidemie, die aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen ist. HIV kam von den Schimpansen, es gibt SARS, es gibt MERS, es gibt Zika und zig andere Viren, die immer wieder nach der gleichen Mechanik auf den Menschen übertragen werden. Deswegen ist das eigentlich jetzt eine Lernchance, die wir auch haben, als Weltgemeinschaft zusammenzuwachsen, oder? Ja, und das wird auch sehr ernst genommen. Es gibt so ein paar Evaluierungsgremien, die im Mai dann ihre Berichte vortragen werden.
sehr hochrangig besetzt mit vielen Experten, darunter auch dem Leiter des Robert-Koch-Instituts, Professor Wieler. Und was dabei eine große Rolle spielen wird, vermuten wir, ist, dass Staaten einfach stärker informieren müssen über die Situation, also über solche Situationen, wie wir sie voriges Jahr in China erlebt haben, und dass es möglicherweise auch so sein muss, dass man sehr schnell internationalen Experten Zugang gewähren muss zu solchen Situationen und solchen Orten. Zusammen mit Kollegen von der Charité auch und Christian Drosten haben wir auch einen Aufruf unterschrieben, dass wir nicht nur eine Pandemie haben, wir haben auch eine Infodemie. Das heißt also, was auch komplett unterschätzt wurde in der Preparedness, ist genau die Kommunikationsfrage. Welchen Medien wird vertraut? Welche Quellen zapfen Menschen an? Und wieso bleiben komplett unsinnige Behauptungen bei YouTube millionenfach geklickt immer noch im Netz? Das heißt also, es gibt viele Ebenen, wo wir aktiver werden müssen mit WHO, mit auch einer Bildungs- und einer Wissenschaftskompetenz. Das ist nicht nur der Impfstoff, der verteilt werden muss, sondern auch gesundes Wissen. Und es ist eben auch nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern es ist in vielen Ländern auch eine soziale Krise, einfach ausgelöst durch geschlossene Schulen, dass man auf Märkten nicht mehr arbeiten kann. Also dieser ganze informelle Beschäftigungssektor ist in vielen Ländern steht einfach gerade nicht zur Verfügung. Und wir wissen noch nicht genau, wie sich das auswirkt, aber das sind Pandemiefolgen, die uns wirklich noch lange beschäftigen werden, die auch in einigen Staaten zu politischer Destabilisierung sorgen. Das ist ja auch immer die Frage, was tut meine Regierung hier eigentlich für uns? Und dann die Erkenntnis da, die können im Augenblick gar nicht viel tun oder die Lebenssituation, die Lebensumstände verschlechtern sich dramatisch. Das ist eine gute Gelegenheit, einmal konkret zu schauen, wie es in anderen Ländern aussieht. Das Auswärtige Amt hat ja in vielen, vielen anderen Ländern Diplomaten. Und jetzt haben wir die einzigartige Möglichkeit, mal in ein Land zu schauen, was sehr selten in unseren Nachrichten auftaucht. Historisch öfter auch in negativen Zusammenhängen, aber jetzt vielleicht auch mit überraschend positiven Nachrichten. Ruanda ist ein Land, in dem die positiven Auswirkungen von Hilfs- und Umverteilungsprogrammen wie COVAX besonders sichtbar sind. Wir schalten uns jetzt mit Herrn Dr. Thomas Kurz zusammen. Er lebt und arbeitet als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kigali in Ruanda und erzählt uns mehr über die Covid-Situation dort vor Ort. Hallo, Herr Botschafter. Freut mich sehr. Tag. Wie ist die pandemische Lage in Ruanda? Also das ist ja eine Frage, die man relativ beantworten muss. In Ruanda ist die Situation vergleichsweise wirklich gut, und zwar von Anfang an. Die Regierung hat die Pandemie unter Kontrolle, das kann man nicht anders sagen. Und das wird auch von uns in Deutschland noch international anerkannt. Ruanda war vor wenigen Wochen bei einer Untersuchung einer australischen Firma auf Platz 6 in der ganzen Welt, also als 6 bestes Land, wie die Pandemie gemanagt wird. Wir bilateral in Deutschland, wir haben vom RKI, dem Robert-Koch-Institut, zusammengestellt eine Liste von Risikostaaten in der ganzen Welt. Und da war Ruanda von Anfang an nie drauf. Also es wurde nie als ein Risikoland angesehen, von Anfang an nicht. Welchen positiven Einfluss haben COVAX und ACT-A? Im Prinzip ist das, was den Ruandern bis jetzt zur Verfügung stand an Impfstoffen, die ersten kamen vor gut 4 Wochen, kommt fast nur aus dem COVAX-Programm. Eine nächste Lieferung ist auch für den Mai, wird für den Mai erwartet. Das ist präsent. Es ist aber trotzdem, wenn ich das anfügen darf, nicht leicht, gegen ein Narrativ anzukommen, gegen ein Verständnis anzukommen, das ungefähr so lautet, und was hier gerne auch immer mal wiederholt wird, die reichen Länder lassen uns im Stich. Die Reichen horten die Impfstoffe und geben uns nichts ab. Dagegen ist schwer, schwer anzukommen. Wir versuchen es. Es trifft ja auch nicht wirklich die Realität, die in meiner Hinsicht im Moment vor allem ja daran liegt, dass wir eine Knappheit an Impfstoffen haben, nicht an den Willen, nicht weniger noch an dem Willen, die zu verteilen. Das dringt langsam auch durch. Wir haben auch Schwierigkeiten mit Impfstoffen, die sie aus Indien kaufen wollten und auch schon gekauft haben, die aber nicht geliefert werden wegen eines Exportstopps dort. Also Sie verstehen ein bisschen das Problem, was wir auch haben.
Trotzdem ist, wie gesagt, im Moment ist COVAX das Einzige, was hier zur Verfügung steht, auch auf die nahe Zukunft die Hoffnung. Wie würden Sie das ruandische Gesundheitssystem beschreiben? Was hier in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich gut funktioniert hat, ist der Aufbau eines öffentlichen Gesundheitswesens, also das, was man hier auch Public Health nennt. Da haben sie hervorragende Erfolge erzielt, die sich messen lassen an Säuglingssterblichkeit, an Muttersterblichkeit, an der Steigerung der Lebenserwartung und so weiter. In solchen Faktoren haben die hier einen ganz ausgezeichneten Job gemacht. Was nicht vergleichbar ist mit uns, ist dann tatsächlich die Gesundheitsstruktur zur Behandlung. Was eben ganz allgemein, aber auch in dem Fall, wenn man hier krank wird, und meine ruandischen Freunde sehen mir das bitte nach, wenn ich das hier sage, aber wenn man hier krank wird, sind die Behandlungsmöglichkeiten nicht vergleichbar mit dem, was wir haben, was man in Europa oder in Amerika oder auch zum Teil in Asien hat. Das ist schlicht nicht vergleichbar. Da gibt es gewaltige Unterschiede, die letztlich mit dem Wohlstandsgefälle zu tun haben. Wie ist die Situation für deutsche Staatsbürger vor Ort? Also wir haben im Land über den Daumen 350 deutsche Staatsbürger. Das sind nicht so wahnsinnig viel. Das hat sich auch nicht geändert im Vergleich zur Vorpandemiezeit. Also es sind höchstens eine vernachlässigenswerte Zahl von Leuten weggegangen. Das sind im Wesentlichen Leute, die im Zusammenhang im Rahmen der Entwicklungshilfe im Land sind, über die GEZ, über NGOs, kirchliche Organisationen und so weiter. Wie gesagt, die sind nicht weggegangen. Ein Teil ist mal vor einem Jahr für eine kurze Zeit weggegangen. Darunter, wenn ich das persönlich sagen darf, auch meine Frau, die dann mal für ein paar Monate weg war, als die Ansage war, jeder, der nicht unbedingt da sein muss, soll doch bitte das Land verlassen. Aber das hat sich inzwischen so weitgehend normalisiert. Vielen Dank, Dr. Kurz in Ruanda, für diesen spannenden Einblick in ein überraschend positives Beispiel. Kommen wir noch einmal im letzten Kapitel von Diplomatie im Dialog zu Frau Helga Barth. Wir wollen in der letzten Runde unseres Gesprächs mal nach vorne schauen. Sie haben gesagt, nicht alles ist rund gelaufen, wie auch wenn wir eine Situation haben, die zum ersten Mal in dieser Heftigkeit auftaucht und viele kalt erwischt hat. Aber wir haben dazu gelernt. Was ist denn das günstigste Szenario? Wie könnte man sich auch mit COVAX nach vorne vorstellen? Gibt es so einen Plan, so eine Vision, wann wir die 20% zumindest in allen Ländern geimpft haben könnten? Also mit etwas Glück. COVAX sagt uns, sie haben sich Vorverträge für 3 Milliarden Impfdosen gesichert, wären bis Ende des Jahres 26% der Bevölkerung in allen Ländern geimpft sein. In Industrieländern, in Deutschland werden es mehr sein. Aber das ist das, was COVAX sich zum Ziel gesetzt hat. Es ist mehr, als es sich zum Ziel gesetzt hat. Und dann gibt es ja innerhalb von COVAX auch die Länder, also Schwellenländer, wohlhabendere Länder, die selbst Impfstoffe beschaffen. Also wir sind dann nicht bei einer Herdenimmunität von 90%, aber wir sind ein ganz großes Stück weitergekommen und es muss weitergehen. Also wir sind jetzt 2021, das Impfen wird uns auch 2022 weiter beschäftigen. Wie kam man denn auf diese Idee mit den 20%? Da wurden zum Beispiel Mitarbeitende der Gesundheitsberufe an erste Stelle gestellt. Das war in Deutschland anders. Wir haben bei den besonders vulnerablen Gruppen angefangen. Wie kommt diese Priorisierung zustande? Das ist eine Priorisierung, die WHO vorgenommen hat, auch aus der Erfahrung mit anderen Gesundheitskrisen, weil man sagt, wenn die sich um die Kranken kümmern, selbst krank sind, dann wird es die Krise verschärfen und nicht lindern. Also aus dieser Ratio heraus. Natürlich fragen auch viele User, welche Rolle spielen die Interessen der Hersteller? Welche Rolle spielen Patente? Ich kenne diese Diskussion schon. Ich habe als Studierender in Südafrika mein praktisches Jahr gemacht. Da ging es darum, ob man Medikamente für HIV in irgendeiner Form erschwinglicher macht. Und da wurden einzelne Fortschritte erzielt. Aber jetzt haben wir wieder die Situation, wo wir denken, Mensch, könnte das Ganze nicht viel, viel schneller laufen, wenn man auf die Gewinne von den Herstellern nicht mit diesem Patentschutz so pocht. Wie stehen Sie dazu? Also die Patentaussetzung würde kurzfristig nicht helfen. Impfstoffherstellung ist ein sehr komplexer Prozess, gerade jetzt bei diesen neuen mRNA-Impfstoffen. Das sind Prozesse, wo die Einschätzung ist, dass sie nicht jetzt ohne weiteres in einem anderen Land, bei einem anderen Impfstoffhersteller funktionieren können. Aber es gibt natürlich Lizenzproduktion. AstraZeneca
Johnson & Johnson und Novavax produzieren Not-for-Profit in Indien, zum Beispiel. Und wir wollen das, das ist ein wirkliches Anliegen der Bundesregierung, das ist auch etwas, was in den G20 im Moment sehr stark diskutiert wird, Impfstoffproduktion im globalen Süden weiter unterstützen und ausbauen. Also gerade in Südafrika werden erfolgreiche Impfstoffe hergestellt für diese Kinderimpfungen, also die gegen Kinderkrankheiten. Und da ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass diese Unternehmen auch für zur Herstellung von Covid-19-Impfstoffen auszubauen. Aber man bemüht sich auch in Senegal und in Ghana so eine Impfstoffproduktion in Gang zu setzen. Chinesische Impfstoffe werden in Brasilien hergestellt. Also Lizenzproduktion ist eine Möglichkeit und was auch jetzt nach Regeln der WTO durchaus möglich ist, wenn die Unternehmen keine Lizenzen geben, es kann Zwangslizenzen geben. Dazu muss man nicht den Patentschutz komplett aufheben. Als Auswärtiges Amt haben Sie ja auch sozusagen viele andere Dinge mit im Auge zu halten. Zum Beispiel auch die Studienlage, die zeigt, warum war es denn Bergamo, warum Indien, warum China, wo so viele schwere Verläufe von Covid-19 zu beobachten waren, weil da die Luftverschmutzung schon extrem hoch war. Das heißt also, eine vorgeschädigte Lunge reagiert ganz anders, wenn da Viren kommen. Die Viren fahren auf Taxi, auf den Partikeln, die in der Luft sind, auf diesen Feinstaubpartikeln und kommen dann auch tiefer in die Lunge, auch mit ganz, ganz kleinen Dingen. Und das finde ich interessant, wie wir verstehen müssen, dass sowohl die Klimakrise, aber auch die Zerstörung der natürlichen Rückzugsorte von den Tieren, bis hin eben zu der Frage, warum wir immer noch so viel fossile Energie in die Luft setzen, die immer mit Dreck und mit Dreck, den wir einatmen, verbunden ist. Ist das eine Überforderung von uns Menschen, dass wir verstehen müssen, in was für einer existenziellen Krise wir auch gerade sind und wie eng die miteinander gekoppelt sind? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Überforderung, weil es viele komplexe Systeme sind, die auf eine ganz komplexe Weise ineinander greifen. Und die Frage ist natürlich auch immer, wo ist eigentlich unser Hebel? An welcher Stelle setzen wir tatsächlich an? Und was ich glaube, ist, was das internationale System jetzt tatsächlich gelernt hat, es gibt zwei Wege, wie wir mit solchen Krisen umgehen können. Das eine ist, wir kümmern uns um uns und wir setzen unsere Interessen durch. Und wir unterstützen die uns dabei unterstützen. Oder wir finden einen anderen Ansatz, der vielleicht langsamer ist, bei dem man mehr reden muss, den wir den multilateralen Ansatz nennen. Mein Eindruck ist, dass sich das wirklich durchgesetzt hat, wie was wir erreichen können, wenn Staaten ihre Ressourcen poolen, also die EU ihre Verhandlungsmacht gegenüber Impfstoffproduzenten oder COVAX kauft Impfstoffe für Länder, die alleine gegenüber einem großen Impfstoffkonzern ganz andere Preise erzielen würden. Wir gucken in die Zukunft und natürlich wünschen wir uns alle Hoffnung nach vorne. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es wird nach aller Voraussicht nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Also in der Pandemie ist auch vor der nächsten Pandemie. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch international die Forderung, den Wildtierhandel zu beschränken, weil, wenn man genauer hinguckt, viele von den Zoonosen, von den Virenübertragungen dadurch wahrscheinlicher werden, dass wir Lebensräume von Tieren einschränken. Wir jagen die, wir verhandeln die, wir verticken die durch die ganze Welt. Dann wir essen sie. Wir essen sie, wir legen sie blutend übereinander. Lauter Arten, die von der Natur nie vorgesehen waren, auf einem Ort zu sein. Das heißt, wir schaffen ständig Voraussetzungen für die nächsten Zoonosen, für die nächsten Pandemien. Und brutal gefragt, sind wir denn jetzt nach einem Jahr Lernkurve besser vorbereitet auf die nächsten gemeinschaftlichen Herausforderungen? Zumindest sind uns die Probleme besser bekannt und wir wissen, dass sie uns alle betreffen. Also die Zoonosen sind nicht etwas, was irgendwo in Afrika passiert oder in China, wo man Wildtiere isst, die in Deutschland eher nicht auf dem Speisezettel stehen, sondern der Umgang mit Wildtieren ist etwas, was auch unsere Gesundheitssituation extrem negativ beeinflussen kann. Es gibt im System der Vereinten Nationen ein paar Organisationen, die sich damit beschäftigen und wir versuchen jetzt mit Frankreich, aber auch mit ein paar anderen Partnern, die zu einer besseren Zusammenarbeit zu bringen. Also da ist vieles ausbaufähig und wir hoffen einfach und wir sehen eben wirklich so eine gewisse Dynamik, weil wir einfach begriffen haben, wir müssen aus dieser Krise lernen und da stärker und resilienter herausgehen, als wir hineingegangen sind.
Oft wird ja diese Metapher benutzt, dass die Pandemie so eine Art Brennglas ist. Mhm. Und ich habe auch sehr viel dazu gelernt in diesem Jahr über Dinge, die ich gar nicht wissen wollte. Zum Beispiel, dass Dänemark unglaublich viele Nerze hält, die auch noch ein sich anstecken. Reservoir ist für Virenübertragung. Und so gesehen haben wir sowohl für über Europa, über uns, aber auch über die Welt viel gelernt. Und ich wünsche, dass Sie recht haben, dass wir aus auch den Fehlern oder aus der nicht vorbereitet sein Situation nach vorne hoffnungsvoller schauen. Jetzt mal eine kühne Vision. Wir springen ins Jahr 2030. Wenn wir uns nach diesem Gespräch einig sind, COVAX funktioniert, es sind nicht nur 20% oder 26% der Weltbevölkerung geimpft, sondern hoffentlich dann eben mindestens die 70-80%, die man braucht für einen Gemeinschaftsschutz. Wie viel gesünder könnte die Weltgemeinschaft 2030 sein als heute? Das kann ich nicht beurteilen. Aber der Ansatz ist ein guter. Woran man jetzt auch arbeitet, ist so etwas wie ein Pandemievertrag, wo man einfach verschiedene Prozesse versucht zusammenzuführen und auch die Verantwortung mehr Regierungen nahebringt, an andere zu berichten, was zu Hause passiert. Also was sind gesundheitliche Krisen, wo tauchen Viren auf? Und wir kennen das ja aus dem Nichtverbreitungsvertrag, aber auch aus dem Menschenrechtsrat, dass es so etwas gibt wie eine periodische Berichterstattungspflicht, wo dann auch andere Staaten sagen können, bei Land X ist uns aufgefallen, erstens, zweitens, drittens, viertens, und dann werden Empfehlungen ausgesprochen, und also im Menschenrechtsrat hat Deutschland auch eine ganze Reihe von Empfehlungen bekommen, und das wird dann abgearbeitet, und da versucht man dann eben auch gegen blinde Flecken vorzugehen, die jedes Land hat. Also wenn wir dahin kommen, glaube ich, werden wir 2030 gesünder sein, als wir es heute sind. Haben wir eine Chance dafür. Bei allem, was wir über die Pandemien gerade gesprochen haben, die viel, viel größere globale Krise, die haben wir noch vor der Nase. Das ist die Klimakrise mit all ihren gesundheitlichen Auswirkungen. Deswegen geht uns der Stoff für Diplomatie im Dialog nicht aus. Ich danke heute Helga Barth für ihr Engagement und für ihre wirklich spannenden Erklärungen, wo überall hier schon nach vorne und vernetzt gedacht wird. Und ich danke Dr. Thomas Kurz für unseren Einblick nach Ruanda. Und ich hoffe, Diplomatie im Dialog hat Sie ein bisschen neugierig gemacht auf das, was auch aus Deutschland heraus nach vorne und in andere Länder gedacht wird. Und nächstes Thema wird dann sein die transatlantischen Beziehungen. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen.